Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Ja, es ist immer noch Sonntag und wir haben dadurch ein schickes Gold-Event. Das heißt, ich klicke hier immer noch fleißig meine ganze Alu runter. Aber da will ich mich nicht lange dran aufhalten, sondern es gibt auch ein paar Fragen, auf die ich natürlich eingehen möchte. Der gute Philipp Schröder hat vor 3 Tagen schon gefragt, also tut mir leid, dass ich jetzt erst antworte. Weiß man, wann S25 startet, also der nächste neue internationale Server, nachdem ja jetzt der deutsche Server S38 erst vor ein paar Wochen gestartet hat und davor ja auch der internationale Server, was ja mittlerweile auch schon wieder einen guten Monat her ist. Sollte der nächste Serverstart auf jeden Fall vor dem Shakes and Fidget Geburtstag sein. Das heißt, am 22.06. sollte S25 starten. Darauf verwette ich meine Unterhose. Also entweder noch eine Woche vorher, aber auf jeden Fall an dem Tag. Weil es wird auf, na sagen wir mal so, es startet auf jeden Fall ein neuer Server. Darauf verwette ich meine Unterhose. Ob es S26, 25 ist, kann ich nicht hundertprozentig garantieren, aber es könnte auch wieder ein Speed-Server sein, wie im letzten Jahr. Aber es sollte in dem Dreh auf jeden Fall wieder ein neuer Server starten, auf dem man dann spielen kann. Und ein Speed-Server ist, denke ich mal, auch was, wo man gut zocken kann für 4 Wochen, mal richtig sich reinhängen und dann hat man ja auch ausgespielt und kann überlegen, ob man dann auf dem nächsten Server auch weiterspielt. Aber ich gehe mal wirklich davon aus, dass der Server in dem Zeitraum in etwa starten wird. Da könnt ihr auf jeden Fall von ausgehen. Ja, dann gab es noch eine kleine Frage. Ja, da schreit ein Baby im Hintergrund. Das ist hier meine kleine Tochter. Die spielt hier gerade mit ihrem Krabbelbuch und möchte immer dabei sein. Und möchte natürlich, wenn der Papa erzählt, mitreden. Das ist so, stimmt's? So, sie nickt. Oder guckt ganz mit großen Augen. So, was macht dann der gute Unge? Ist wieder ein paar Stufen aufgestiegen. Ganz knapp, trotz Gold-Event. Spielt wohl noch auf XP. Und wie schaut's denn in den Gilden aus? Da gucken wir mal, ob die da noch ein paar Raids gepackt haben. Es 21. Das heißt, die haben 2 Raids seit gestern gepackt. Das finde ich ganz schick. Also jeden Raid auch gepackt, den sie versucht haben. Und wie schaut's bei denen aus? Die waren ja bei 21, sind jetzt bei 23. Also wirklich das eingetreten, was ich gestern schon prognostiziert hatte. Durch das Gold-Event ordentlich Schotter gespart und jetzt alles rausgehauen, was möglich war. Das ist schön. Und deshalb würde sich es auch jeden Fall lohnen, auf dem neuen Server dann anzufangen, wenn ihr da spielen wollt, weil da geht es gleich richtig ab. Durch das Geburtstagsevent habt ihr ja gleich auch Gold-Event und XP-Event und alles, was ihr euch vorstellen könnt. Von daher sollte der richtig gut abgehen und am Anfang kann man da sehr gut sich pushen und sehr schnell durchstarten. Ansonsten, Unterwelt ist noch alles beim alten. Pets, na, haben auch der eine oder andere noch eins gefunden, so wie es ausschaut. Festung, wie schaut es hier aus? Ausbau ist Unge am weitesten, würde ich sagen. Aber die anderen holen langsam auf. Hier nur noch 2 Ausbaustufen drunter. Das wird langsam. Wie weit bin ich eigentlich im Ausbau? Oh, meine Quest ist fertig. Wir trinken erstmal noch mal ein paar Bierchen. Dürfen ja beim Gold-Event nicht an die unter 10 Alu rankommen, weil sonst werden ja die Quests gekappt und man kriegt weniger Gold. Das möchte ich ja vermeiden, weil ich ja hier immer bei den 10 Millionen Cap bin. Und wenn dann irgendwie nur noch eine 2,5-Minuten-Quest ist, kann es sein, dass ich nur 2,5 Millionen Gold kriege. Oder bei einer 5 Millionen, 5,5. Und jetzt dürft ihr mal raten, wie viel ich bei einer 7,5 Millionen Quest kriege. Manchmal gibt es auch ganz krumme Zahlen, kriegt man irgendwie 3.333.000 oder 6666. Ist manchmal ein bisschen komisch. Warum? Keine Ahnung. So, was wollte ich? Ach so, genau. Ich wollte ja gucken, wie weit meine Festung in der Ehrenhalle, was beim Maximalausbau dasteht. 395, das ist aber echt eine krumme Zahl. Ich finde es krass, dass hier noch echt so viele Leute noch nicht voll ausgebaut haben. Also das, also selbst welche, die hier ziemlich weit oben mitzocken, haben immer noch ihre Festung nicht ausgebaut. Was machen die mit den ganzen Ressourcen? Die machen 8000 Kämpfe, also über 3000 Kämpfe mehr, wie ich gemacht habe, und hat immer noch nicht die Festung ausgebaut. Worauf wartet der? Also XP sollte man ja ausgebaut haben. Das ist ja was Wichtiges. Edelsteinmine. Vielleicht haben die Edelsteinmine nicht ausgebaut, aber das wurde ja auch gefixt, dass das mehr Gold gibt, wenn man eine niedrige Stufe hat. Und eigentlich braucht man auch die Edelsteinmine auf Maximum, um das Pad zu finden. Okay, aber wenn man darauf verzichten kann, kann man die auch noch auf einer niedrigen Stufe lassen. Gibt mehr Edelsteine.
Die natürlich dann nicht so gut sind. Stimmt, genau, sollte man nicht machen. Da hast du völlig recht. So. Wen greifen wir an? Der hat die niedrigste Stufe. Und gewonnen, yippie. Dann auch gucken wir mal kurz in den Dungeon rein, was wir hier so reißen können. Jo, da freut sich, dass der Papa gewonnen hat. Mal gucken, vielleicht gewinnt er noch einen Kampf. Hier, nimm mal das Buch zum Spielen. Aber das sieht nicht so aus, oder? Naja, doch, noch ist. Das war ein guter Treffer, wenn ich da noch ein paar hinlege. Aber er darf mich nicht nochmal treffen. Das war's. So, aber warum sind wir bei dem guten Share angekommen? Da waren wir ja gestern noch nicht. Das liegt einfach mal daran. Gestern Abend hatte ich noch einen schönen Versuch bei Old Purple Hand. Und wie man sieht, habe ich da auch wieder eine schöne Ausweichsession hingelegt. Er hat mich zwar gekrittet das eine oder andere Mal, aber und geblockt. Aber dann 28 Millionen Crit, das war sehr gut. 55 Millionen, das läuft langsam. 62, noch zwei solche Treffer und der liegt. Und, oh, das war aber wieder ein sehr niedriger Crit, muss ich sagen. Auch der, also ich dachte jetzt nach zwei Crits ist er weg, aber da ein sehr hoher und ganz, ganz knapp. Von daher gut, dass ich gestern komplett auf Geschick geskillt habe, sonst wäre der vielleicht nicht umgekippt. Und es gab auch Schuhe und das ist besonders nice, denn Schuhe gibt's heute bei der Hexe. Hier im Zauberladen können wir heute Schuhe reinwerfen fürs doppelte Gold, das heißt, da habe ich 20 Mille für gekriegt. Das war sehr schön. Und hier, bitteschön. Und da werde ich auch gleich jetzt mal skillen. Die Frage ist natürlich, ob Ausdauer oder Geschick. Und im Video haben wir auch einige geschrieben, ja, lieber in Geschick, das ist besser. Wie man jetzt im Kampf gesehen hat, war das auch auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich skill mal jetzt erstmal ein bisschen auf Ausdauer. Ich kann ja hier die Hälfte, oder wir setzen mal rein hier, bis wir ein paar hunderttausend an Leben haben. Gibt ja gute 3000 pro Skillpunkt und manchmal noch ein bisschen mehr. Schaffen wir es bis einer halben Million? Ich glaube nicht ganz. Ah, schade. Aber knappe 200.000 an Leben hinzubekommen, was ja auch schon mal nicht so verkehrt ist. Und ich finde ja auch, Ausdauer wird auch immer wichtiger an jeder Stufe, weil man ja automatisch auch dann mehr Leben bekommt. Von daher sollte man es nicht vernachlässigen. Und ein bisschen ist immer ganz gut. So, ja, hier spiel doch ein bisschen. Ja, du willst mit Papa spielen, ne? So, dann drehen wir noch schnell am Glücksrad. Oh, ich kann nicht maximal drehen, sehe ich gerade. Noch nicht genug Lucky Coins. Da haben wir noch ein paar Schuhe. Die kommen gleich in den Hexenkessel rein. Und die Brombeere wird verfüttert. Haben wir heute auch schon dreimal gefüttert. Gab sehr gute Früchte heute. Was natürlich auch daran liegt, dass ich heute nicht ganz so oft auf Quests mit Items gegangen bin, weil ich ja immer jetzt die kürzesten Quests nehme. Dadurch findet man in den Quests auch gefühlt etwas mehr an Früchten. Jo. Ist alles okay. So. Und was verkaufen wir noch? Oh, der Ring kann weg. Den können wir eigentlich auf jeden Fall beim Schmied reinwerfen. Wir verbessern ja nicht mehr. Haben wir ja gestern im Video besprochen. Oh, das Ding ist auch eigentlich nicht viel wert, aber aufheben lohnt sich da auch nicht. Schade, dass ich heute schon was ins Klo geschmissen habe. So, und ein letztes Mal drehen noch. Da gibt es XP. Sehr schön. Das ist aber auch nicht viel wert. Wird verkauft. So. Und dann habe ich noch einen kleinen Gildenkampf für euch. Da haben wir letzte Woche sind wir da mal angetreten und haben, ich spule ein bisschen vor, gegen das Großmaul des Verderbens gekämpft. Ich glaube, in der Woche davor hatten wir da versagt. Aber hier sind noch zwei Leute, die noch kämpfen können. Und wie geht der Kampf wohl aus? Schrift war grün, also könnte man sich's fast denken. Aber unser letzter Spieler musste nicht nochmal rein. Deshalb dachte sich unser Gildenchef, oh, der lief so gut, der Kampf. Da haben wir dann gestern, eigentlich machen wir immer sonntags unsere Gildenraids, gestern gleich nochmal versucht bei dem nächsten. Und war Samstag, ich glaube, die Meldequote war nicht ganz bei 100% und ja, hat nicht ganz geklappt. Ist nicht ganz im Ping-Pong umgefallen. Von daher versuchen wir es heute nochmal. Wie ihr seht, wir sind schon im Raid-Modus und da bin ich ja mal gespannt, was da heute Abend rauskommt. Ich werde noch alles, was ich habe, reinskillen und dann warte ich noch. Ja, mit den Tränken warte ich noch mit dem Reinwerfen, bis ich auf jeden Fall auch meine Ausdauertränke habe, dass ich die maximale Stärke raushole. Und dann passt es auch. Und ja,
soweit, so gut. Hier ist eine Flimmerkiste, die muss geschaut werden. Euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt's morgen schon fette News. Wer weiß. Ciao.